Wir Game Two-Nasen sind wieder im Hängi und dürfen spielen. Und dieses Mal sind es vier unterschiedliche, hoffentlich sehr, sehr dumme, aber witzige Spiele. Yes! Und wie soll es anders sein? Wir werden gleich mit technischen Problemen begrüßt. Der Xbox-Controller funktioniert nicht. Super! Oh, wir konnten nicht vorbereiten, weil Kollege Ilias und Wirt hier ja gerade noch Temtem gespielt haben. Das sollen sie und dürfen sie auch, aber trotzdem ist jetzt gerade haben wir ein kleines Problem. Aber wir werden das profimäßig überbrücken und gleich einfach schon mal mit Maus und Tastatur oder so. Lass uns doch einfach mal ausprobieren, was wir spielen können. So, einmal kurz zur Grundidee. Wir haben Bock auf irgendwas seicht, leichtes, dummes zum Spielen. Wir sind ja gerade noch mitten in der Produktion von der Game 2-Folge, ne? Und da muss man sich ja nicht übernehmen. Da dachte ich mir, man kann ja sowas was Leichtes mal eben gerade zwischendurch spielen. Und wir haben jetzt zusammengesucht Pro Gymnast, Shark Simulator, Eat the Rich und Snakey Bus. Und ich überlege gerade, ob wir irgendwas anfangen können, wo Maussteuerung vielleicht noch Sinn macht. Aber es wäre schon eigentlich ganz witzig. Komm, wir probieren. Wir machen bei Pro Gymnast. Ja, komm, genau. Lassen wir das einfach hier. Wird schon, Hauptsache, das läuft. So. Ein seltsamer Athletensimulator, Physik-Kram. Ja. Ungefähr so sieht das aus, wenn ich Sport mache. Wahrscheinlich. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich habe es nur mal über die Schulter gesehen. Das ist auch, glaube ich, ein Beta noch. Wo muss ich hinklicken? Oh, okay, es fängt an. Dinge passieren. Choose your starting. ja. Was? Ich finde es ganz schön, wenn man ab und zu mal in kleinere Titel reinguckt und sich auch auf Seiten abseits der üblichen Launcher umguckt. Oder den aller bekanntesten Launchern, sagen wir mal so. Und es hat manchmal schon mal kommen da Sachen sehr gut funktioniert. Instant Retry. Ja, manchmal man findet time. Da ganz, ganz viel Kram, der natürlich nicht fertig und perfekt gepublished und mit einem riesen Team dahinter entstanden ist. Okay. Aber manchmal findet man auch Perlen, die einfach so den in die andere Richtung. Spirit von ganz kreativen Games-Entwicklern vielleicht mal wieder zeigt. So. Du hast keinen Sound. Ich glaube, haben wir Sound? Ich weiß es auch nicht. Spiel In-Game-Sound oder liebe Regie oder ach so, gut, dann ich komme hört auch man mich grade, warte mal. Hey, das Chris war nicht sagt gewollt. Gerade, sowas spielt ihr also immer bei Game 2, aha. Ah, ja, aber sowas spielen wir auch bei Game 2. Yes. Wenn es denn die Zeit zulässt. Wir schauen mal, ob es hier Audio-Visual-Settings es gibt. Hier gibt es keine Einstellungen. Vielleicht gibt's noch keinen Sound einfach. Spielt doch einfach lustige Musik ein. Ich weiß es auch nicht. ich glaube, dieses Spiel hat keinen Sound, aber hat nicht mal Soundeffekte. Das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Moment. Ich weiß es nicht. Wir haben einen Controller. Tim. Yay. Fantastisch. Super. Das vielleicht ist schon mal gut. Jetzt instant viel, viel besser, was du da machst. Sie jetzt setzt mich nicht unter Druck. Level Select. So, komm, wir machen hier mal. Sinsensan sagt, er findet es schade, dass Game 2 hier nicht mehr läuft. Aber Game 2, ach so, auf Twitch. Das war der Twitch-Chat, jetzt verstehe ich's. Ja. Yeah. Dafür läuft es ja aber auf jeden Fall auf dem YouTube-Stream und natürlich als VOD auf YouTube. Ich finde gut, dass du überbrückst, während ich hier versuche. Mhm. Okay, also ich glaube, Sarah hat die LAN-Party noch einige Tage länger durchgemacht. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass die LAN-Party bei mir auch ihre Spuren hinterlassen hat. Aber jetzt sind wir natürlich seit Montag wieder bei der Arbeit. Wir haben hier auch keine Musik. Entschuldigung, dass ich. Nee, wir haben hier gar nichts. Ich höre mich. Tim, komm zurück! Da ist was? Ah, oh. Okay, also liegt's an Pro Gymnast. Ja, komm, dann machen wir hier den Shark Simulator. Genau. Wir haben nämlich den Shark Simulator gesehen. Und ich hoffe, dass mich hat so ein bisschen an Untitled Goose Game vielleicht erinnert. Vielleicht kann man einfach auch als Hai ganz viel Mist bauen. Ich habe keine Ahnung. Das sah halt schön dumm aus, aber ich falle auf sowas auch leider immer wieder rein. Du kannst mit X auf jeden Fall. Ich kann. Oh. Was passiert hier? Du kannst mit X fressen. Kannst du schwimmen? Ich kann schwimmen, ich kann springen.
Dann schwimm mal auf die Stadt. Aber er dreht sich so cool. Das sieht nicht gesund aus. Du solltest nicht auf dem Rücken schwimmen. Ah, warte mal. Kann ich mich so drehen? Ja, ich kann mich drehen. Okay. Hintere Schultertaste. Nee, jetzt ist er wieder. Jetzt hat er wieder Rückenlage. Das sieht dummer wirklich Hai. Nicht so gut aus. Okay, also ich will doch eigentlich erstmal nur Menschen fressen. Das ist mein erstes Ziel. Da ist ein Mensch. Da komme ich nicht hoch. Da kannst du den Strand entlang bestimmt. Und du hast auch eine Map. Ja, toll. Ah, okay, warte mal, hüpfen. Geht klar. Ah, klar. Nice. An Land super beweglich. Okay. So kennt Guck man mal, der hat auch gar kein Problem damit, Komm. Dass du da an Land bist. Geil. Okay. Jetzt haben sie Angst. Jetzt haben sie ein Problem. Eben gerade so, ach ja, gar kein Problem. Gar kein Problem, dass dieser riesige Hai da auf dem Steg rumliegt. Die da ja, essen. Frissi. Frissi. Oh, aua, das war Baum. Palme. Baum. Das war Baum. Ja. Sind ja nur noch 48, 47 Leute, die du umbringen musst. Ach, da ist ein Ziel. Siehst du mal, hättest du das nicht gesagt. Ich war hier gerade nur am... Oh. Die Kameraführung... Du kriegst Geld. Oh, ich glaube, die war... Kameraführung ist bedenklich. Komm. Komm. Kann ich nur hin und her springen und beißen? Ich dachte, ich kann auch noch so coole, weiß nicht, mit dem Schwanz schlagen und Backflips machen. Aber die reagieren eigentlich nur darauf, wenn ich sie beiße. Schade. Mit dem Tod. Ja. Das ist ihre Reaktion. Oh, das ist ja wie GTA. Ich werde angeschossen. Hier kommt Polizei und so. Schnell weg. Da sagt jemand im Chat, dass man sich später einen Laser kaufen kann. Oh, okay, wir haben einen Kenner im Chat. Das ist sehr gut. Sharknado nur als Spiel? Ja, ich finde das super. Ein Laserhai haben. Okay, warte, ich muss zwischendurch noch mal ein bisschen beißen. Gebissen. Okay, am Kopf. Noch zwischen den Zähnen. Ich nehme ihn mit. Also wirklich erstaunlich, wie agil so ein Hai an Land sein kann. Ja. So kennt man das. Oh. Genauso sieht man das auch in BBC-Reportagen. Dafür sind Haie bekannt. Und sie essen gerne Autos. Ja. Und fliegen gerne durch Häuser. Ich mag das, dass so epische Musik gespielt wird. Ja. Ich finde die Baumarchitektur sehr schön. Generell, also dieser Low-Poly-Stil ist gar nicht so schlecht. Ja. Muss ja sagen, das ist von itch.io, gar nicht von Steam. Ja. Und das sind ja dann, sag ich mal, ist das Indie-Steam. Ja. Meine Kameraführung. Und da sind natürlich dann auch mal so welche dabei, Spiele dabei, die ein bisschen experimenteller sind und auch nicht fertig sind. Ja. Aber das sieht hier schon gar nicht so schlecht aus. Abgesehen von ein paar Animationen, so, die sind ganz schön hakelig, aber sonst. Cooler Stil. Kann man machen. So. Genau. Oh, oh. Da gibt es teilweise auch Sachen, wo dann drin steht, dass das erste Spiel desjenigen ist, dass er das alleine irgendwie in seinem Zimmer entwickelt hat und dass es dann nur eine Oberwelt ist, zum Beispiel, die man erkunden kann, wo aber einfach noch nichts stattfindet. Aber ich finde es gerade schön, dass solche Sachen dann Aufmerksamkeit kriegen und irgendwie eine Plattform haben, wo sich Leute dann darüber austauschen können. Weil das ist irgendwie so der Spirit. Ich finde das total schön. Ist es, ja. Die Plattform ist generell halt auch sehr cool für Entwickler, glaube ich. Da sind auch nochmal die Verteilverhältnisse anders als bei Steam. HIO kann man schon mal machen. Hat gerade jemand geschrieben, er fand, das sah auf der E3 letztes Jahr aber besser aus. Und ich glaube, er spielt auf Manager an. Genau, das ist ein anderes Spiel. Oh, nein. Oh, ich hätte mir ein großes Schwert kaufen können. Was hast du dir denn gekauft? 1500, ich habe mir gar nichts gekauft. Hättest du dir eins kaufen können, ich wenn, nur 1500, wenn du mehr Geld hättest? Dollar, genau. Laser Cannon. Fuck. Okay, das muss heute unser Ziel sein. Wenn nicht auch der Piranha-Launcher? Okay, ich möchte, dass du Piranhas schießt. Ich finde das sehr Ich werde mir erstmal ein Schwert holen, aber dann reden wir weiter. Dann noch ein Map. Das ist der Kaufrausch. Ja. Ah, da gibt es sogar kleine Missions. Guck mal, wo bin ich denn? Ed the Shark. Ed the Shark. Okay, yes, yes. So, nach links. Hi, my name's Ed. Ed the Shark. Also ist 50 Leute zu töten nur das erste Ziel. Mhm. Ich möchte bloß hinaus. Oh, guck dir mal da draußen. Das ist ja hier Santa Monica Pier. Yes. Also so ein bisschen. Kannst du darüber? Klar. Ich möchte. Das ist mein erstes Ziel. Ich hätte gern, dass du jemand von der Achterbahn snackst. Dass wir die hier alle wegsnacken, zack. Ach ja. Ja gut, Abwechslung ist jetzt hier nicht so krass, ne? Muss man sagen. Also bis auf, dass ich ein bisschen rumhüpfe und beiße. Oh nein. Ich glaube, du bist tatsächlich eine Mischung aus Maneater und GTA. Ja, Maneater hat, glaube ich, auch so GTA-Züge. Das passt also ganz gut. Ja.
Ich weiß auch nicht, kann ich jetzt hier noch mit. Oh nein, nein! Nein, 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 nein! Ja, ich schaff's. Komm schon! Yes! Okay, soll ich jetzt wirklich versuchen, auf die Achterbahn? Okay, ich versuche auf die Achterbahn zu springen. Ja! Mhm. Musste eigentlich, also ich. Es lebt ja auch ein bisschen von. Guck, das ist sogar eine Hai-Achterbahn. Musste ja auch eigene Ziele setzen. Hier ist sogar eine Mission. Rollercoaster. Warte, warte, warte. Ah, komm. Nein. Let's see if Ed is as fearless as he claims to be. Mal schauen. Okay, jetzt finde ich wieder gut. Okay, die Mission ist relativ einfach. Du bist sehr gut. Aber die Musik. Die ich find's so schon fantastisch, dass dieser Hai gerade Achterbahn fährt. Aber die Frage ist. Ist wie die Silverstar im Europapark. Wenn ihr das was sagt. Die geht auch so sehr, sehr schnell nach oben und dann. Das ist sonst relativ langweilig, bis auf den einen. Also das in echt ist schon. Na komm, ich spring mal runter. Ah! Wow. Okay, die Mission war ein bisschen underwhelming. Und ich befürchte, da sitzt doch niemand im Wagen, oder? Warte mal, ich guck mal. Ich fürchte, du hast die Mission auch noch gar nicht geschafft. Nee, was hätte ich machen sollen? Hätte ich dreimal. Bist du über. Oh! Na, okay. Enttäuschend. Kann ich Karussell fahren? Ich komme hier nicht mal mehr raus. Ero sagt, er glaubt, das ist keine Mission, sondern nur eine Aktivität. Ha! Damit er recht haben könnte. Hast du damit vielleicht Geld verdient? Aber hier steht Mission. Hier ist kein Missionsding. Nee. Okay, warte mal, dann gehe mal zu einer Mission. Aber es ist dieselbe Farbe. Da, nee, guck, da ist blau und das war gerade so lila oder so. Rosa? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich lila-rosa farbenblind bin? Dass ich das immer nicht unterscheiden kann, die Farben? Ja, ich bin nicht wirklich farbenblind, aber ich kann die Farben nicht unterscheiden. Das wusste ich gar nicht. Also noch nicht. Also quasi, ich bin nicht farbenblind, ich bin einfach dumm. Das ist die Antwort darauf. Ich hätte irgendwas. Catch the flying human at least 3 times. Ja, auf dem Trampolin vielleicht? Offensichtlich nicht. Vielleicht doch. Catch the flying human? 3, 2, 1. Doch, auf dem Trampolin. Guck mal, wie er ausgerichtet ist. What? Musst du auf das Trampolin? Ah! Da! Du musst auf das Trampolin. Komm schon! Fast! Okay, und plötzlich kommt tatsächlich noch Anforderungen nicht in das Spiel. Nein, ich hänge unter dem Trampolin. Warte, fliegender Mann. Nein! Ich komme! Dann trefft ihr euch! Yes! Was? Hast du? Ja, ein Catch, doch. Ah, okay. Du hast aber auch schon 4 von 10. Ja, aber flieg ich hin. You can do this. Wo? Da. Das ist auch ein richtig beschissener Job. Also, es ist noch beschissener. Der Hai jetzt, oder? Nee, der fliegende Mann. Ja, stimmt. Es ist allein schon wahrscheinlich echt anstrengend und nervig, ein fliegender Mann aus einer Kanone zu sein. Aber wenn dann noch parallel zu Game 2? Nein! Wenn dann noch so ein 3 Meter Riesenhai auf dich zu. Ich weiß nicht, ob ich da Bock hätte, das 10-mal zu machen. Ich glaube, es ist relativ unrealistisch, dass das passiert. Also A, dass es diesen Job wirklich gibt. Verdammt! Es gibt ich flieg nicht hoch genug. Doch. So Artisten, es gibt, also. Aber nicht diesen. Also einfach geschossen ins Nichts. Ich glaube, hoffentlich, wenn, dann passiert es in der Manege. Ah! Okay, jetzt. Jetzt kriege ich dich, Kumpel. Nein, zu weit! Aber vor allem, was macht der? Ich möchte sehen, wie der landet. Es ist immer lustig, wenn Dinge so in Zeitlupe passieren und man schon sieht so, doch nicht. Oh, jetzt bin ich wieder zu niedrig. Jetzt komm schon, zu weit. Sharknado, nee, nicht Sharknado, Quatsch. Wie heißt das? Shark Simulator heißt das Spiel. Sharknado war was anderes. Sharknado ist. Nein, schon wieder zu weit! Mann! Du kannst gleich High-Bowling machen, vielleicht. Na gut, aber jetzt kann ich kann diese Mission nicht mehr erfüllen. Ich glaube, da musst du gleich mal dein Glück probieren hier. Ja. Ey, ich keine Ahnung. Ich finde das immer. Aber es verliert für mich an nichts. Es ist so. schade. Okay. Getränketausch? Yes. Sehr gut. Ja, direkt vor dem Tisch. Oh, ja. Okay, was? Tell me how to hai. A ist springen. Also, wie auch immer man das nennt bei einem Hai. Wackeln. Guck mal, ich kann. Breakdance-Hai. Ja. Aber er kann es leider nicht so. Mit X beißt du. Das ist ein schlechter Breakdancer. Und der Rest der ist eigentlich über die Schultertasten, aber halt, wenn du schwimmst, dass du dich so neigst und so, das brauchst du ja eigentlich alles gar nicht. Okay, gut. Genau, und da ist die, der Start. On my way to. Oh, doch nicht. Oh. Ist so halb. Yes. Nimm diese Mission an. So. Muss man vielleicht später springen? Habe ich gerade gesehen. Hast du Tipps? Basti. Tell me how to
Eure Kills wurden resettet? Nein, echt jetzt? Fast. Unsere Kills wurden resettet? Ich muss wieder alle 50? Also du musst wieder alle 50 fressen? Ist das so? Schön, hatten wir vielleicht 50 und müssen wieder? Komm schon, lass sie doch. Das war so knapp. Genau, vielleicht später springen, wenn man zu weit fliegt. Das ist korrekt, aber so vom Timing her, ich glaube, man kann ja auch. Das sieht doch. Go, 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 go! Jetzt! Achso, ich muss X! Ich hab's vergessen! Oh nein! Du warst mit deiner Nase schon an seinem Schritt. Also mit ist der. Das mit der. mit der Hai-Nase. Du hättest nur beißen müssen, das wollte ich sagen. Siehst du, so geht's. Wenn man nämlich die Steuerung nicht vergisst. Das meinte ich. Auch nur. Ist halt wie Gold Simulator für ein paar Stunden zum Rumblöbeln, wenn man zu viel danach verliert es aber schnell an Reiz. Für ein kleines Minigame so ein paar Stündchen. Okay. Genau. Ja, das ist ja auch unser Ziel. Deshalb haben wir ja 4 Spiele mitgebracht, einfach nur weil wir so ein bisschen Rumblödelei haben das wollten. Ist zu da, das wird nichts. Das sieht ganz schlecht aus. Panda Bar sagt, die Achterbahn hat den Killcount resettet. Ja, ja, genau. Das, das wäre doof. Und Abmahnung. Yes! Einmal noch! Aber ich habe auch nur noch 2 Versuche. Aber ist das jetzt nicht der 8? Du hast nur 3. Ist er. Ja, ey. Ich muss gerade diesen Menschen fressen. Und ich hab ihn! Ja! Yes! At least 3 times. Ja, komm, jetzt fress ihn noch 2, 3 Mal. Alles gut. Mega easy. Nee, überhaupt nicht. Und. Ja, zu knapp. Oh doch, ich hab ihn. Ich hab 4. Streber. So kennt man es aber. Ja. Komm. GG Easy First Try. Hm. Yes. So sieht's aus. Das ist die Game of the Year Edition. 1000! Wir können uns das Schwert leisten. Aber 15.000 war, glaube ich, der Piranha, die Piranha-Kanone. Da, auf der Insel ist noch eine Mission. Ich guck das gleich Bowling, mal, was ne? beim Wolltest Bowling du, glaub ich, noch machen? Yes. Ja, der Kill-Dings-Timer-Dings ist resettet, der Kill-Counter. Ja, egal. Warte mal. Ja, komm. Ich werde. Das ist die Elden Ring-Beta, ja. Genau so stelle ich mir das vor, wenn From Software zusammen mit Martin zusammenarbeitet. Fast. Das sind ein paar. Ich finde es halt cool, wie From Software immer wieder neu mit ihrem Gameplay umgeht. Weißt du, die erfinden sich immer wieder neu von Spiel zu Spiel. Ich habe 0 Punkte. Jetzt das mit dem Hype, was? Warum habe ich 0 Punkte? Reach 100 Points. Ja. But, yeah. there are 0 points. Und ich habe schon einen Turn gemacht. Komm schon. Los. Das ist ganz merkwürdig. Hast du die Spielregeln noch nicht verstanden? Das war falsch. Das war falsch. Danke, Sebastian. Bitte. dafür bin ich bekannt. Ich gebe immer gute Hinweise. Ich habe jetzt 6 Punkte. Ach so, es funktioniert wie. Guck mal, wenn ich mich. Hä? Wenn ich mich seitlich werfe. Du hast 6 Punkte. Ja, weil du beim Bowling immer 2 hast, bevor es wieder neu aufgestellt wird. Und deswegen nach dem zweiten Mal kriegst du Punkte. Bowling, also, so muss man kennen. Sport. Naja, aber gut, du hast ja. Tua! Ach stimmt, der zählt immer erst, wenn die wieder hingestellt wurden. Ja, genau. Du hast recht. Oh. Weil es ja ein random Bowling-Begriff hier einfügen sein könnte und dementsprechend mehr Punkte geben würde. Das ist aber gar nicht so leicht. Wie viele. Okay, du hast 10 Versuche. Guck mal, einer ist noch stehen geblieben. Wer ist die Frau links? Arbeitet die bei RBTV? Ich? Die Frau links? Warte mal, lass mal. Ja, ich bin links. Ich muss auch erstmal hingucken, ob es eine komplette Verarsche ist. Sonja Zito. Ja, wir haben uns nicht vorgestellt. Das habe ich diesmal vergessen tatsächlich. Nee, haben wir nicht. Ich bin Sarah und ich arbeite bei Game 2 mit dem lieben Basti zusammen. Danke, dass du mich vorgestellt hast. Sehr gut. Ja. Aber so ganz so neu bin ich gar nicht. Das stimmt. Wir sind beide nicht so ganz neu. Nee. Und vor allen Dingen sehr gut im High Bowling. Und, oh ja, und gleichzeitig reden. Menschen. Guck mal, das wird fast ein Strike. Fall. Oh. Noch mehr. Nee, der eine war der noch. Eine Tabelle noch. Ich habe den nicht gesehen. Nee. Ich habe mich auf die linke Seite konzentriert und habe mich kurz gefreut. Ich habe 2018 angefangen. Ja, genau. Jetzt kam übrigens der Gag. Wer ist die Frau rechts? Dankeschön. Aber nur nach Vorlage. Das war schon low. Das war nee. Nur abgefrühstückt. Das ist gut, wenn die Leute das mitnehmen, was ich liegen lasse. Sehr gut. Jetzt kommt er gleich nochmal. Bestes Zockgeschwisterpaar. Nur weil wir blond sind. Nur weil wir blond sind. Vorhin auch schon gelesen, ob ich die Schwester von Anne sei. Auch das bin ich nicht. Okay. Und wer ist die Frau in der Mitte? Ja, ich habe daneben geheilt. Gebowlt. Geheilt. Ich bin.
Nee, es gibt kein cooleres. Oh Gott! Basti, ich glaube, dass du das retten musst gleich. Ja, ich versuch. Du hast Linksdrall. Dein Hai hat Linksdrall. Dein Hai. Ich hab nicht Ei gesagt. Jetzt nicht schon wieder auf die. Ich wollte das. Einmal verspricht man sich. Also, das war nicht mal versprochen. Ich habe nur nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht falsch gewertet werden könnte, das mit der Nase und dem Schritt. Aber es ging wirklich nur um den Hai. Ich wollte den Hai so drehen, damit ich mehr. Weißt du? Weil er ist halt einfach nur links außen. Ja, aber manchmal geht's. Ich trage heute Kontaktlinsen, liebes Mattbrötchen. Deswegen ist die Brille nicht da. Deswegen könnte man mich verwechseln mit zum Beispiel Basti, weil er auch blond ist. What? Nein. Nein. Jetzt hier Bowl mal fertig. Ja, ich habe noch zwei Versuche. Nicht dumme Sprüche, sondern mach jetzt hier mal ein paar Strikes. Ja, es wird nix, ey. Guck. Ich wollte gerade Home Runs sagen. So viel zu meiner Kenntnis von Bowling. Ja. Game 2, das war doch die Sendung mit den Schlagersongs. Ja. Auch. Die sind ja meistens nicht wir verantwortlich, aber ja. Das ist korrekt. Zockt ihr eigentlich nochmal Lonely Mountains Downhill? Wäre doch was für eine Speedrun-Runde bei entsprechender Vorbereitung. Ja, ich habe das leider nur sehr wenig gespielt. Entschuldigung. Es fällt. Was ist das für Basti hat doch keine unterschiedlichen Augenbrauen. Das stimmt. Ich habe noch nie so genau hingeguckt. Der Chat ist heute on fire. Der Chat ist on fire. Da rechts ist doch Ronja Zietlow. Guck, siehst du? Komm, hier. Nein, das habe ich nicht. Doch. Nicht nur die Witze über mich daraus ziehen. Ja, das mit den Augenbrauen ist jetzt so ein Running-Gag. Ja, den hast du jetzt aber auch selber befeuert. Natürlich. So schnell raus. Da kommst du nicht mehr. Natürlich. Es war ja nur ein Beispiel damals. Damals, vor einem Monat, anderthalb. Aber klar, kann man da drauf. Ja, ich hab verloren. Du darfst. Rette unsere Ehre. Komm, einmal noch mal. Aber natürlich kann man da selbstreferenziell Witze drüber machen. Und Sherlock, also es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so Game 2 Insider bespreche. Aber der liebe Sherlock Holmes ist ein sehr kritischer Mensch und muss Dinge eben genau ins Auge nehmen. In Betrachtung nehmen. Ich sag jetzt nichts mehr mit Augenbraue. So wie im Video. Ja, bitte, genau ich hab ich, schon mich sehr. Ich muss einfach nur hinhüpfen und dann irgendwann drehe ich frei, oder was? Mach einfach. Siehst du dann schon? Warum? Du hast eine völlig andere Perspektive gerade. Du hast die Mission nicht gestartet. Ich bleib mal so liegen, okay? Scheiße. Oh nein, wie komme ich jetzt hier raus? Wenn man einmal das mit den Augenbrauen gesehen hat, kann man das nicht mehr übersehen. Tja. Ach, hier kann ich. Die sind so gewachsen. Ach, du warst Sherlock. Ja, das war ich mit Perücke. Und viel Make-up. Und übrigens einer unechten Augenbraue von der lieben Miriam. You don't say. Ja. Mir gar nicht aufgefallen. Ja, Leute, vielleicht ist das Menschen wirklich nicht aufgefallen. So. Bowling. Wir konzentrieren uns weg von deiner Augenbraue hin zu den Bowling-Kegeln, die ich jetzt allesamt in einem Rutsch weghauen werde. Ja, fast. Du solltest nicht abspringen vorher, ich, wie das weil die nicht in der Luft schweben. Warte mal, wie kann ich mich denn so. Ich muss ja so seitlich. Was? Okay, das ist mit Abstand der schlechteste. Ich versuche mich nur den so. Den Matthias, den kenne ich, glaube ich. Matthias? Matthias ist Matthias da? Ist im Chat. Ah, Matt Tears. Matt Tears. Ah! Ich habe noch gedreht. Das kann man. Wusste ich. Okay. Ich gebe Pinker Pete recht. Das finde ich schön. Danke. Ich kann mich nicht auf beide konzentrieren. Ich weiß. Erstmal abräumen. Das nutzt du ich unterhalte mich auch einfach mit dem Chat. Und du. Danke, Leute. Für das Lob, für die Folge. Es ist gar nicht so einfach. Ah ja. Du darfst nicht. Also dein Hai hat einen Drall oder er springt ab oder so. Ich würde das vermeiden in Zukunft. Ich finde, da brauchst auch noch coole Sounds oder sowas. Das ist ein bisschen underwhelming. Ja, underwhelming. Ist halt diese noch ein bisschen underwhelming. Da kann der Entwickler noch mal ein bisschen machen. Jahrmarktmucke. Hi. Oh. Nö! Was? Warum brichst du denn ab? Weil du zu lang. Achso, nee, du warst zu langsam. Du musst ein bisschen Speed. Ist mir auch passiert, ich wollte dir helfen. Und? Dann mach's halt selber. Ich geh jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt mit 5 Versuchen noch auf 100 kommen? Ach, ich weiß nicht. Also, das mit dem Typen aus der Luft schnappen war irgendwie witziger. Ich bin von Bowling milde enttäuscht. Tja. Aber immerhin, jetzt nur noch drei. Zwei. Oh, zwei.
Wenn du den Hai jetzt drehst, der schwimmt wo ganz anders hin. Ja, das ist so der Moment, wo man auf dieser roten Linie ist, dann merkt er sich, in welche Richtung man drückt. Das ist doof. Ein komisches System. Gefällt mir noch nicht. Zack. Ach. Ja? 3 Strikes sind 30 Punkte. Das stimmt wohl. Aber wir kriegen keinen einzigen. Okay. Ich würde diese Mission offiziell als gescheitert ansehen. Ach. Ja. Weißt du, aber es gibt noch andere Missionen. Wir können noch mehr zeigen. Ich glaube, wir halten uns sonst auch zu lange auf. Ich will auch eigentlich immer noch das Schwert haben. Ich möchte wissen, was ein Hai mit dem Schwert anfängt. Ja, dann schauen wir, wie schnell der du... Piranha-Kanon. Was brauchten wir? Wie viel brauchen wir denn da? Schaffen wir das? Können wir also einfach ein paar Menschen wegsnacken? Das Schwert können wir schon. Die Piranha-Kanone war, glaube ich, 15.000 oder sowas. Da müssen wir lass mal noch ein paar Menschen snacken. Pinker Pete fragt, welche Games wir noch zur Auswahl hätten. Weil das stimmt natürlich, wenn wir jetzt uns zu lange hier aufhalten. Wir können noch Pro Gymnast spielen. Mhm. Das hat aber wenn es denn funktioniert, ja. Wobei das eine Beta ist. Dann haben wir noch Eat the Rich. Das ist ein. Das sah richtig schön dumm aus. Ist aber auch noch nicht fertig. Und das letzte ist Snakey Bus. Und das würde ich ganz gerne ausprobieren. Dann weil das quasi in einer 3D-Welt Snake ist, nur mit Bussen und Menschen, die sie einsammeln müssen. Es hat einen Online-Multiplayer. Ich weiß nicht, wir haben es noch nicht ausprobiert, ob es geht. Und ich würde gerne sehen, wie du dich da anstellst, Sebastian. Ist die Musik weg? Ich weiß nicht, warum die Musik weg ist. Es kommt vielleicht bei euch gerade nicht so rüber, aber hier ist es gerade merkwürdig still geworden. Regie? Ich höre Sebastian atmen. Liegt es an euch? Sind wir noch da? Liegt es an einem technischen Hiccup oder liegt es an dem Spiel? Stürzen wir gleich ab. Der Rechner rödelt laut. Boah, warum habe ich so viel Geld bekommen? Ich habe 8 Leute getötet. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Boah! Okay. Gut, dass der Hai keine. Oh, soll ich das Schwert kaufen? Boah, man kann sich sogar anziehen. Warte mal. Weiß ich nicht. Wenn du jetzt zu viel Geld für Hai-Klamotten ausgibst. Es gibt Klamottenläden. Wenn ich mein Hai cool anziehe. Oh, ein Hairshop? Dann haben wir keinen. Ich will ein Laserschwert. Ja, das ist kein Laserschwert, das ist ein Katana. Laserschwert, da war ein Laserschwert vorhin. Laserkanone, glaube ich, oder? Ich meine, ich habe ein Laserschwert auch gesehen. Aber guck mal, nur 400. Für was? Dafür, dass du deine... Nee. Kann man hier noch scrollen? Okay, das ist wieder cool. Was war das? Wir haben Ton von einem anderen Spiel. Oder ist das... Nee, glaube ich, das ist... Das ist Sharknado. Es klingt gerade ein bisschen wie World of Warcraft. Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt wie... Oh, Zylinder. Aber 1000. Nee, das ist mir nicht wert. Hat schon jemand. Die Leute machen Klamotten und Hai-Witze. Hai-Waist-Jeans. Nein, warum habe ich denn gekauft? Ich wollte es nicht kaufen. Jetzt sind wir... Es tut mir leid. War lustig. Entschuldigung, ich habe mich gerade... Klamotten und Hai-Witze. Hai-Waist-Jeans. Ja. Mhm. Nee, der ist tatsächlich ganz gut. Ja, fand ich gut. Das muss ich leider auch noch. Boah. Und man kann sich sogar ein Bart machen. Was passiert? Hi. Aber eben gerade war er kurz da. Es passieren Dinge. Mal, aber es wird sich drum kümmern. Abraham Lincoln. Aber da kannst du kein Hai einbauen. Bei ich habe auch kurz überlegt. Hai? Nein, das funktioniert nicht. Abraham Lincoln? Abraham. Ja, das war eben gerade kurz auch einmal da. Ich weiß nicht, jetzt habe ich die Scheiße auch gekauft, oder? Hast du jetzt? Und jetzt haben wir 730 Dollar und damit können wir, glaube ich, kein Laserschwert kaufen, Sebastian. Auch nicht mal. Los, ess Menschen. Aber Dankeschön. Mache ich nicht lieber eine Mission irgendwo? Paint Store? Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es gibt einen Glasses Shop. Ein was? Ein Brillenladen. Aber ja, doch, da vorne. Ja, komm, ich mache jetzt erstmal, ich verdiene uns nochmal was hier. Ich springe mal zu dem Steg. Da gibt es eine Mission. Auf dem Weg. Die Leute sagen, du kaufst alles, ohne es zu merken, und die haben recht. Ja. Warum? Oh, High Society. Ah, ich find's schön. Ganz High Society. Das ist genau mein Ding. Oh nein. Nein. Och. Und zurück. Okay, ich merke jetzt schon, die schwerste Herausforderung ist, da über diesen Steg zu kommen, ohne runterzufallen. Und das trotz Zylinder. Auch wenn ich sehr
ob die Insel Haiti heißt. Sehr gut. Nein, hi, bye. Oh, Bremse! Gibt's bei dem Ding eine Bremse? Okay, ich hab irgendwas gemacht. Ja, das Win ist eine Mission. Race. Win the race. Oh, wo musst du hin? Da. Ab ins Grün. Oh, wie zu denn? Schnell! Los! Zu schnell? Nee, schneller. Kannst du die Menschen essen? Ich glaube, ich schwimme so, oder? Also schneller, als wenn ich normal schwimme. Und gleichzeitig weiß Kamera nicht, drehen. Aber die Kurve sollst du nehmen. Aber wie kann ich denn schnell schwimmen? Link in Hyrule. Ah, danke schön. Gibt's eine Möglichkeit? Ich muss gleich nochmal in die Steuerung gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, schneller zu schwimmen als das, was ich hier mache. Die Leute halten dich für heitel, weil du so viele Klamotten kaufst. Okay. Das hört nicht mehr auf. Kann der Hai mit seiner Flosse High Five geben? Ja. Ich muss mich jetzt trotzdem auf. Feiert er auch Weihnachten? Ah, Gott. Ich bin zweiter. Dankeschön. Übrigens, nur um das jetzt mal gesehen von den. Das kommt in die Highlights. Ich kann mich auch nicht auf dein Race konzentrieren. Nein, finde ich voll okay. Die Wortwitze sind besser als mein Rennen auf jeden Fall. Wie soll ich denn an den rankommen, sag mal? Guck mal, wie schnell der ist. Heiligsblechle. Achso, das sagt dir nichts. Der fährt sozusagen High Speed. Heiligsblechle sagt dir nichts, ne? Ja, klar. Oh. Doch? Ich dachte, das ist Schwäbisch. Ja, bestimmt. Aber du weißt doch, dass ich. Achso, ja, du. Also, ich versuche immer den Hochdeutsch-Test zu machen. Nicht bei mir. So, jetzt komm. Ich komm doch niemals an den ran. Das ist doch lächerlich, macht mal heillang. Das funktioniert nicht ganz, aber ich finde es gut. Was? Nee, halblang, heillang. Ah. Hm. Der funktioniert, glaube ich, ausgeschlossen. Braucht man für dieses Spiel einen High-End-Rechner? okay. Wir sollten einfach ein Best-of von diesen Sprüchen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich für meinen neuen Beitrag, wenn ich euch einfach nur ein Wort geben würde, könntet ihr das bitte für mich einfach machen? Wir sollten einfach einen Beitrag zu diesem Spiel machen und einfach alles aus dem Chat klauen. Nein, das ist das Ziel. Ich hätte es fast geschafft. Guck, da vorne ist er. Aber ich weiß auch immer noch nicht, ob es Sinn macht, einfach die ganze Zeit wild springen im Hightem-Shop. Da gibt's die Waffen. No. Ich habe versagt. Mission complete? You did this! Ich habe nicht aufgepasst. Warst du vor denen? Warst du hinter? Du hattest wieder deinen Kills. Du hast deine Killstreak wieder. Ja, ich habe ja auch nur 3 Leute gegessen. Möchtest du weiter? Ja, ich will auch noch eine Mission machen. Aber ich kann dir lesen. Oder ja, eigentlich schon. Spielen? Eigentlich schon. Komm, verdien uns unseren Laser. Das werden wir nicht schaffen. 15.000. Da müssen wir jetzt schon ein paar Missionen. Oh, schneller. Sehr gut abschließen. Ich finde auch die Position von dem Hai ganz gut. Schild sein Leben, finde ich gut. Let's do this. Das Wort Hype finde ich auch nicht schlecht. Ja. Hype. That's what. Achso, ich muss ihn. Ich weiß nicht, was eben passiert ist. Wart ihr schon mal in Shanghai? Nein. Das kann ich mit Nein beantworten. Es ist Hainun. Okay, es ist alles fantastisch. Von heiter bis wolkig. Ja, ja. Jetzt lese ich dir alles vor. Es tut mir sehr leid, dann kannst du dich nicht. Hai de Witzka. Ja. Sebastian ist so ein Haiopai. Ja. Ja, vielen Dank. Ihr macht die Sendung gerade. Ich mache es gerade viel besser. Ja. Ah, das ist schön. Ja. So, was ist jetzt dein Ziel? Jetzt frisst du erstmal ganz verdienen. Viele Menschen. Oh. Ja. Heiliger Strohsack. Heitiger Strohsack? Was? Nein. Okay. Und der Hai sollte Haino heißen. Stimmt. Und? Was? Was? Bullshit? Wir haben jetzt alles. Also, wenn wir jetzt das Ganze. Kannst du noch fressen? Ich kann nix mehr. Nix mehr. Wenn jetzt ich. Unser ganzes Geld weg ist. Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich hab das nicht mal bemerkt. Ich bin ja nicht mal beschossen worden. Wie es jetzt abgeht. Halleluja. Ja, geht nicht ganz auf. Oh, ich soll vielleicht gucken, wo ich hinfilme. Ja. Ist das das Lieblingsgetränk unseres Hais mit Zylinder? Ich finde, das ist ein angemessenes Getränk für unseren Shark Graham Lincoln. Diese
Ich muss sagen, diese böse Polizei. Die Hai-Polizei. Hai-Polizei. Ja, heilige Scheiße, ist auch nicht. Das ist schon High-Speed, aber es funktioniert trotzdem. Es dauert trotzdem, bis ich wieder da bin und Menschen fressen kann. Aber das Spiel ist ganz heiß. Oh ja. Haben wir jetzt eigentlich alle guten High-Word-Witze abgefrühstückt? Nee, oder kommt da noch was? Da kommen noch ein paar. Weil irgendwie oder Mist, oder das, alleine das wäre eine Sondersendung. Ja, mit dem Zylinder könnte er heiraten. Ja, ja. Ich habe zwei Frauen und zwei Liegestühle. Bäh, ausspucken. Bäh. Blem. Heieiei. Ja, heieiei. Das wird mir langsam unheimlich, ja, mir auch. So, die Frage ist, was ist jetzt dein Ziel? Mal weg von den Wortwitzen. Das ist gelogen, natürlich kommen gleich wieder zurück zum Wortwitzen, aber. Oh, Fish and Chips, kann man das kaputt machen? Das ist ja eine Beleidigung für dich als Haifisch. Ja. Guck, und da steckt sogar ein Haikopf in dem Surf-Store. Oh, ich werde geschossen. Was? Von wo? Du kannst da sogar schnell weg. Schnell ja, ich weiß weg. Nicht von wo. Wo weg? Überall. Weg, wo, also ich glaube eher in die Häuser, weil dann ins Wasser, haben sie nicht so einen freie Schussbahn. Tschüss. Ach, ich habe ja sogar einen Lebensbalken. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ich auch nicht. Und du kannst dir Medikits kaufen irgendwo. Hm. Es gibt, wenn du M drückst, ne, kannst du, machen wir jetzt lieber nicht, kannst du dir die Karte angucken. Da gibt es ganz viele Shops. Ups, weggesnackt. Was wohl David Hein dazu sagen würde. Nee, Hein habe ich jetzt falsch gesprochen. Hein. Hein. Schwert kaufen wird gefordert. Ja, okay. Let's do this. Ziel des Spiels wissen wir selber nicht. Nee. Ja, wo ist denn die Map auf dem Controller? Sparen machen und ein paar Missionen, weiß ich nicht. Ein paar Missionen da. Erfüllen. At the Shark ist da. Rechts unten. Und da so, ist doch direkt ein Weapon Store. Dann hinter. Ups. Unheil stiften. Oh, da ist der Barbershop. Ich glaube, ich bin abgelenkt. Aber die Versionen waren leider nicht so. Achso, hast du schon geguckt? Haben wir doch vorhin. Da gab es ja nur so. Achso, ich dachte, man kann sich auch ein Bart machen. Weil da so ein schöner. Bart gab es auch. Mastisch. Aber der war auch nicht so. Da ist der Weapon Store. Ups, gefressen. Ja, ich dachte gerade, weil es rot ist, kannst du es nicht. Nee. Ja, Big Sword. Das ist das Einzige. Alles andere kann man noch nicht. Guck mal hier. Laser Sword, du hast recht. Ja, sag ich doch. Ja, aber 10.000. Da würde ich dann schon eher auf Machine Gun oder Piranha Launcher gehen. Das ist dann nicht mehr so weit weg. Du hast ja recht. Deshalb können wir nur das Big Sword. Okay, Leute, seid ihr für das große Schwert? Sollen wir es ausprobieren oder sollen wir noch sparen? Und lieber noch eine Mission machen? Mal gucken, ob jetzt wirklich richtige Antworten kommen oder irgendwelche High-Wort-Witze. Ein Ja. Ja, Schwert. Ja, Schwert. Ich bin auch. How much is the fish? Hai, ha, hai, ha. Hai weiß oder Hai gelb? Okay, also wir kaufen das Schwert, so sieht's aus. So. Ed kennt kein Nein. Und ich habe ein Schwert an meiner Schwanzflosse. What? Ja. An der Schwanzflosse? Was hast du denn gedacht? Wo hättest du es gemacht? Im Maul. Weißt du, so da habe ich ja was anderes. Das war sehr klug, was ich gerade getan habe. Ich wollte zeigen, wie ich das Schwert im Mund gehabt hätte, aber kurz vergessen. Ich weiß noch nicht, wie ich. Warte mal, ach so. Vor der Goschen sollte vielleicht lesen. Oh, also ich muss erstmal kurz fliehen. Ja, ja, ich spür das. Du spürst es. Ich fliehe. Ich fliehe. Sehen wir sie alle auf dem Weg weg. Ja, ja. Unterwegs. Jetzt habe ich aber weiter das Tutorial nicht gelesen. Wie der Japaner zu der Frage sagen würde: Hi! Tja, was? Warte. Du hast es gerade nicht wertschätzen können. Nee, konnte ich nicht. Ich muss hier gerade. Ich kann es verstehen. Super. Und da sind sie wieder pleite. Oh Gott, ich werde angegriffen. Kannst du auch nicht wertschätzen. Doch, pleite, okay, habe ich gehört. Okay. Naja, pleite. Pleite? Du musst es ja richtig wegen der Hai. Ja, ja. I see. Ich muss jetzt mal hier. Muss hier jetzt mal gucken, was hier so geht. Kann ich das tun? Wow! What? Okay, Breakdance, Hai. Krassester Move. Ey, du hast fast das Ziel mit den 50 soll Leuten. Soll ich noch? Geschafft. Soll ich? Ja. Guck, da rennt eine. Säbel sie. Soll ich sie säbeln oder fressen? Ja, Was war das? Das war das Säbelgeräusch. Ah, okay, klar. Kennt man. Ja, guck. Sie hat gedacht, sie kann sich verstecken und kann es doch nicht. Hier der Schwertkampf für niemand. Der Chat feiert das Spiel. Yes, freut mich. Okay, echt gar nicht so einfach auszusprechen. Feiert. Nein, nein, nein. Oh. Vom lauten Lachen werde ich schon high.
Wir können kein anderes Spiel mehr spielen. Ich will, dass diese Wortwitze nicht aufhören. Ich will auch nicht. Naja, beziehungsweise, wenn wir Snakey Bus spielen, dann können wir vielleicht irgendwas mit Schlange machen. Aber Schlange ist nicht so einfach. Hey, Hai funktioniert viel besser. Ja. Ist, kürzer. Ja. Geht ab wie der Hai-Länder. Ich soll nicht so schreien, weil wir sonst heiser werden. Finde ich auch gut. Ich finde es gut, dass der Chat gerade eigentlich so. Also die Witze kommen von euch. Ja. Das ist fantastisch. Wir müssen einfach nur entspannt. Genau das war. Oh, also es war nicht mein genau Plan. Genau das war mein Plan. Es war nicht mein Masterplan, dass ich wusste, dass Sebastian der Chat so gut heute performt und hier für Carlo sorgt, aber. Ist auch ein Zweihänder-Schwert. Komm, ein noch. Nein, ich werde schon wieder angegriffen. Wir wissen, was passiert. Ah! Du kannst auch die Polizei wegsäbeln. Du hast einen Säbel. Und du triffst nichts. Es sieht sehr, sehr cool aus, was du da machst, aber. Nicht effektiv. Das Spiel heißt Shark Simulator. Und Quest Complete. $250? Krieg ich eine neue? By the Big Sword. We did this! Already. Vielleicht schaffen wir es noch. Bite 50 cars. I can do this. Aber ich kann auch diese Frau wegsäbeln. Oh, jetzt bringt das noch Geld, wenn du die. Ich habe dieses 10. Auto gebissen. Okay, es bringt einfach alles Geld. Yes! Das hat auch 50. Okay. Ja. Hi, Liga Strohsack. Ich beiße alle Autos und Menschen. Kann man auch Hai-Lungen einsammeln? Ja, also das gibt. Es werden mittlerweile schon die Fragen mit Hai-Wortwitzen gestellt. Ich werde schon wieder beschossen. Es gibt Medkits. Ich glaube, du solltest in die Häuserschluchten rein. In die Häuser? Also so. Wegen Indie. Nee, das war wirklich ganz entfernt von beabsichtigt. Aber schön, dass du jetzt einfach überall Wortwitze erwartest. Wahrscheinlich geht es den Rest des Tages so, dass du hinter jedem Satz gleich. Warte mal, war da gerade ein Hai drin? Hab ich das gerade richtig gehört? Ups, ich muss mal dieses Auto loslassen. Ah, so. Bloody Harry. Nein, es funktioniert nicht. Nicht so gut, leider. Wer sind diese zwei sexy Menschen? Wurde gefragt. Ich weiß es nicht. Nein, du bist es natürlich. Basti verstrickt sich heute. Ja, lassen wir das. Verdammt. Du natürlich auch. Lass uns einen Highboard-Witz vorlesen. Yeah, im Vorbeißen. Highlander hatten wir schon. Gerade hat mich keiner gerettet. Highway Patrol, finde ich gut. Basti, ich kann doch nicht hier. Oh, da ist ein großer Parkplatz. 24, 25. Ich weiß zwar nicht, warum der Hai genau. Könnt ihr euch vielleicht auch noch eine Lore für dieses Spiel überlegen, warum der Hai sich die, jetzt die Autos. Könnt ihr vielleicht zufälligerweise noch einen Game 2-Beitrag bis Freitag schreiben? Das wäre ganz gut. Also wir nehmen das im Chat direkt an. Jeder kann noch eine Zeile schreiben. Ja. Das wäre tatsächlich mal sehr fantastisch. Das wäre super. So ein Beitrag, den man einfach nur komplett. Ey, gerade das jetzt. Das, ohne Mist, man meldet das vorher. Das machen wir. Man meldet das vorher an, wir machen einen. Oh, da ist die Polizei. Es entsteht beim Spielen live ein Beitrag und der Chat liefert die einzelnen Bestandteile. Meinst du, das können wir leisten? Guck mal, wie viele Polizisten hier sind. Und jetzt bin ich tot. Aber nicht schlecht, du hast 37 Autos gebissen. Yes. Highway to Hell. Mhm. Dass du gerade alles ankündigst, Sebastian. Naja, das war keine Ankündigung. Das war ein schneller Gedanke. Ich habe ein Das machen wir mal gehört. Ja, in meinem Kopf. Ich bin ja leider nicht Colin, deshalb kann ich das nicht bestimmen. Das stimmt. Aber es wäre schon eine ganz witzige Idee, vor allen Dingen, was da nachher bei rauskommt. Ich glaube, das. Ich fange mal an. Nebel, Basti, Oberkörper frei. Oh Gott. Das ist der Start für den Nein. Beitrag. Das ich meinte ist halt, den Off-Text-Inhalt. Wenn du das Zepter komplett übergibst. Verstanden. Nein. Ihr sagt ja nicht, wie die Einspieler aussehen, sondern ihr sollt den Text schreiben. Das Dialogzeilen und Off-Text. Ich sehe dich mit einem hellblauen Zylinder und einem sehr großen Fisch. Als Hai verkleidet. Und dann so die ganze Zeit versuchen, irgendwie lang zu wackeln. Ja. Finde ich gut. Eine heikle. Boah, fuck, jetzt habe ich es auch schon falsch vorgelesen. Ich kann nicht mal eure Wortwitze delivern. Heikle Angelegenheit, würde ich sagen. Ja, was ist passiert? Guck mal. Ich habe das absichtlich gemacht. Du kannst jetzt auch fliegen. Ist ein Metroidvania. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Ja. Noch vorm Double Jump. Wie ist das denn passiert? So, jetzt noch eins. Ja, ich glaube, der Hai ist auch ganz alleine. Erster Vorschlag von Mario
schon, zumindest der erste. Haben da schon Beitragsvorschläge rein? Ja, nee, das war jetzt für die Lore, für den Hai. Der Hai stand vor Gericht, da er gegen seine heidesstattliche Erklärung verstoßen hat und sieht jetzt keinen anderen Ausweg mehr, als die ganze Stadt auszulöschen. Finde ich gut. Kann man. Finde ich gut. Sehr gut. Find the Harpoon im Hafen. Basti, wir haben, also ich finde das gerade tatsächlich, also ich finde es cool, dass da jetzt noch mehrere Missionen und verschiedene Missionen. Ich habe mir gerade nicht zugehört, ich war. Wir haben eine neue Mission, ich habe die alte Mission abgeschlossen, während du. Find the Harpoon. That was my English, just now. Da war kein Hai drin. Find port. Yes, but very much bad okay. English. I know. Find the Harpoon. Wer ist Support? Ist Support there? Bei dem ganz, ganz großen Fragezeichen. Nee, es ist ein Missionsfragezeichen. Bei the Schiffs. Es ist ja nur am anderen Ende der Karte. Up north. Sehr, sehr, sehr. Up very north. Yes. Wir sollten das lassen. Die Leute denken, wir sprechen very, very bad, baddest Englisch. Maybe we do. Da war nicht mal was. Ist mir zu albern, ich gehe zurück ins Berghain. There's something special about you. Oh, guck mal, es wird sogar noch weiterentwickelt. Ich find's schön. Sind wir auf dem wegen der Finne, wegen der Flosse? Jetzt habe ich es erst auch gesehen. Ja? Ist auch wieder so ein Wort, wenn es funktioniert, besser gelesen. Ja. Muss man gelesen sehen. Okay, jetzt geht's langsam zu Filmnamen über. Oh, High guck mal, Light ist schon wieder irgendwas passiert. Auto. Guck mal, ich fliege in den Oh, sehr gut, das geht schnell. Aber so hätten wir vorhin das Rennen gewonnen. Hui. Oh, guck mal, es sieht total schön aus, das Wasser. Du fliegst zu weit. Ich weiß, ich kann nichts dagegen tun. Bremse, Rückwärtsgang. Bremse. Du musst in die andere Richtung mit dem Schwert wedeln. So. Oh, guck mal, ist gar nicht so tief hier. Die Frage ist, ob du da jetzt hochkommst, aber doch könnte. Nee, ich bin nicht so, also alles, was Hüpfen angeht, ist so ein bisschen, passiert überraschend, sagen wir es mal so. Das ist einfach nicht gewollt. Ja, es gehört halt ein bisschen dazu. Ist ja bei diesen ganzen komischen Simulatoren so. Simulatoren. Ich habe das Hai gesucht im Simulator. Ich komme hier nicht hoch. Ja, aber wir müssen die Harpune finden. Hinausgeschossen. Ja, das müsste da irgendwo sein. Wir wollen vor allen Dingen das Geld. Guck mal, wir sind jetzt schon bei 6.000. Wir könnten es schaffen. Ich weiß gar nicht. Wir haben noch 3 Minuten. Oh, guck mal, ich könnte das als Rampe. Mach bis dahin bitte 10.000. Yes, I did this. Hast du das gesehen? Das war ein guter, war ein krasser Stunt. Ja. So, und jetzt suchen wir die Harpune. Gerade versucht, irgendwas aus Tony Hikes Pro Skater zu machen, weil das so ein cooler Trick war, aber es haut nicht hin. Tony Hawk's Height funktioniert auch nicht statt Ride. Naja, egal. Ja. War auch, ich habe nicht gelesen, was ich tun muss. Ich auch nicht. Oh nee, Deliver. Oh nee, gar keinen Bock. Ich muss die Harpune finden, aber die hast du jetzt. Ja, ich habe halt überlegt, ob diese Mission das vielleicht als. Die Heinrichstraße ist auch schon hyped. Ja, sehr gut. Ich habe überlegt, ob das die Belohnung für die Mission sein könnte. Achso. Ja, oder man könnte es immer noch sein, aber ich dachte, dafür müsste die Mission vielleicht mehr im Hafen stattfinden. Aber es könnte natürlich. Du kannst auch canceln und erst nochmal dich am Hafen umgucken. Ja, lass mal das machen. Musst, glaube ich, geh mal in eine Map. Geh mal in eine Map. Hier ist eine Map. Ach nee, hä? Du hast ja gerade die Regeln anzeigen lassen irgendwo. Da stand ja, das war nur, weil ich die Mission angenommen hatte. Ach so, shit. Wait. Wenn du auf den Kreisel gehst, Kreisel, da kannst du jetzt sagen, cancel. Hab ich doch gemacht gehabt. Ich lese weiter. Dumme Wortwitze vor. Do that. Wortwitze mit Hai, haben wir keine andere Wahl. Können wir den Chat, also könntet ihr vielleicht einfach überlegen, wo diese Harpune ist? Nein, wir finden das selber raus. Ich glaube auch. Kein Ghost Gaming hier. Überlegt, ob ich irgendwas schon wieder einfach, dass wir mittlerweile alle Hai-Witze durchgespielt haben. Ich habe schon überlegt, ob ich wieder was mit Hai draus machen kann, aber irgendwie. Ja, ja. Hai-Tatei. Heide-Witzka. No, brems! Da hört der Hai, da hört der Hai auf. Der Hai-Port, Herport, nein. Das ist total peinlich. Ich denke immer, die Leute, es ist immer so ein, negativer Kommentar. Ach so, doch nur lustig gemeint. Nein, war so, puh. Okay, ich glaube, dass die Harpune hier nicht so rum. Ah, okay, doch, sie liegt doch genau in diesem Bild einfach nur so rum. Ich dachte gerade, da ist irgendwas. Da ist was. Gut, dass ich dich dabei habe. Ja, ey. Ich kann ausnahmsweise bin ich zu Wie soll denn dieser Hai da hochkommen? Kann ich was tun? Springen.
Ja, guck mal. Ach, komm schon. Schlängel dich hoch. Du hast noch 30 Sekunden bis zur Werbung. Bis dahin. Und wir haben die Harpune gefunden. Hallo? Ja. What? Das wollen wir ja ausprobieren, wie die Harpune funktioniert, oder wollen wir es nach der Werbung zeigen? Oh, das ist ein Cliffhanger, ist gut. Krass, oder? Man könnte meinen, du bist Medienprofi, Sarah. Du bist ein verdammter Medienprofi. Darauf werde ich gekommen. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie die Harpune gleich abgeht, wie. Ich wollte einen Haiwitz, aber es. Es gibt keine Haiwitze mehr. Einfach, los, Leute, schnell. Ich bin nicht on fire. Der Chat. Mehr Haiwitze und wie die Harpune funktioniert direkt nach der Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Wir müssen kurz ein bisschen durchatmen. Tschüss. Ich bin nicht auf Haipune gekommen. Es tut mir leid. Es wurde sich gerade sehr. Die Leute haben das sofort gesehen, natürlich. Aber wir sind halt auch nicht die mit den Highboard-Witzen, muss man einfach mal sagen. Sie kommen alle von euch. Ja. Das ist fantastisch. Wir nehmen die nur an. Eben gerade hatte ich einen und ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin heute einfach nicht auf der Höhe. Komm, mach mal was mit der Haipune. Ich will sehen, kannst du dich jetzt damit irgendwie so hoch? Haipune! Oder kannst du einfach nur Dinge kaputt schießen? Oder Haipune. Warte. Use a health kit. Hä? Nothing happens. Das ist sehr enttäuschend. Ich kann nichts Haipunen gerade. Why? Hä? Geh mal irgendwo, vielleicht brauchst du eine Fläche, auf die du schießen kannst, oder? Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Eigentlich kannst du einfach abfeuern. Something happened. Die ist doch so zum Hin- und Herziehen. Aber kannst du das nicht zielen? Das macht ja sehr random. Warte mal. Sie ist weg. Hä? Ein Schrei. Wahrscheinlich hätte ich einfach nur eine Ladung von ein, zwei Mal. Hä? Wow. Okay, wir brauchen halt die Laserkanone. Willst du, guck, 7000 Aber was Dollar. Ist passiert? Warum ist die Haipune denn so? Egal, die war eh scheiße. Nein. Sind wir mal ganz ehrlich. Du machst irgendwas Seltsames mit dem Boot. Du machst. I don't know. Okay. Ich glaube, das soll nicht so sein. Physik funktioniert nicht so. Ich hab's losgelassen. Sehr gut. Aber jetzt finden wir die Haipune nie wieder. War ein Flugboot. War ein Flugboot, das sich rangehängt. Es war ein Flugboot. Das ist die Erklärung. Okay. Die Haipune hatte einen kurzen Auftritt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber wir müssen jetzt ein Health Kit suchen. Was glaubst du, wo kriegen wir das her? Kann man das hier kaufen? Ist die Map. Ja, guck, hier ist doch so ein rotes Ding, Health Kit. Bam. Ja, bam. Da. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder an Land kommen hier. Dieses Let's Play ist mein Highlight, danke. Auch wenn du das machst, bitte nicht nur, weil der Highboard-Witz so ein. Naja, okay. Nein, lass es ich passieren. Ich nehme einfach alles an. Nimm es hin, wie es ist. Das ist gut. Mehr Highlight-Wortwitze im Zusammenhang mit diesem Let's Play, das kann ich nur gut heißen. Gut heißen. Mein erster High-Wortwitz, der geglückt ist. Der nicht aus dem Chat kam. Bam! Okay, ich bin in der Nähe dieses. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich on fire, aber. Ich bin in der Nähe dieses Health zusammengefallen. Bin auf der Suche, da liegt's doch. Wundervoll. Friss es. Use a Health Kit. Irgendwie, wie? Nach oben. Ah, nach oben. Und 150 Punkte, Dollar dafür kassiert. Also die Wortspiele mit Hai sind aber nicht der Hammer. Entschuldigung? Also jetzt unsere nicht, aber die vom Chat finde ich ziemlich gut. Ist schon unheimlich. Basti. Was denn? Was ist denn die Flail? By the Flail. Achso, das ist Morgenstern. Ach, mir ist leider das englische Wort für Morgenstern so eben entfallen. Kann passieren. Sorry. Das ist der Vorteil, wenn man Englisch durch Rollenspiele lernt, dann weiß man, was ein Flail ist. Was denn? Ich suche noch. Da, hinter dir quasi. Seitenhieb. Seitenlieb. Ja, Seitenmacher Müsli. Was ist denn heute los, sag mal? Und andere Müslis. Aber da hat's besser gepasst. Gesponsert? Nein, eben nicht. Das kann ich nicht gutheißen. Ups. Fritz Cola ist lecker. Ich bin. Okay. Entschuldigung, ich suche noch gerade sehr angestrengt nach diesem Waffenshop. Lass es. Ich bin gerade. Wenn du jetzt. Desorientiert. Ach, warte mal. Da. Wie liegt der Hai? Liegt der Hai gen Norden. Ist er jetzt nach rechts oder hier so? Ihr müsstet irgendwo sein. Vielleicht hinter der Häuserreihe.
über hinter der Häuserreihe. Nach. Gibt's eine. Da ist schon mal eine Shopping Mall. Da war irgendwas Blaues, aber das ist, glaube ich, die falsche Seite. Hey, hier. Was ist das? Paint Store. Paint Store. Da müsste das ja irgendwo. Angegriffen. Oh. Ich suche gerade immer noch Händering die nach Waffe einem. Nennt sich Mace? Ist das ein, aber warte mal, also ein Flail ist doch quasi so ein Morgenstern an so einer Kette. Ist das nicht auch ein Morgenstern? Mir hast du gerade noch verkaufen können, also ich weiß es nicht, aber mir ist hast du gerade noch nicht? Verkaufen können. Ja, ja, das ist ein Morgenstern. Naja, war jetzt kein Klugscheiß. Das lernt man aus Rollenspielen. Ja, also guck ist mal, halt nicht gelogen, weil so habe ich meine erste englischen Worte gelernt. Hast du dieses wunderschöne Auto auf diesem halben Auto in der... Schau's mal an. Oh. Okay. Was ist das? Kriege ich 2 Punkte, wenn ich es fresse? Flail. Oder das. Wir lernen heute noch was. Flegel. Okay. Morgenstern. Ha! Hast du das gesagt? Ich habe Morgenstern gesagt. Kluger Basti ist klug. Okay, aber warte mal. Mace? Mace ist eine Keule. Ne, achso, ja, mit Z. Auch? Ich werde beschossen. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Morningstar ist, eine Keule mit Dornenkopf. Sagt aber gleich nee. Verunsichert, siehst du. Das geht bei mir ganz schnell. Mace ist ein Streitkolben. Richtig. Kann man euch beide vielleicht mal zu einem Eis einladen? Ich habe erst überlegt, ob da ein Hai-Wortspiel. Ja. Das wäre aber seltsam. Kann man euch beide zu einem Heiß einladen? Ich bin hier der Klugsch-Hai, Sir. Ja, das sowieso. Ich nicht, das hat Hans Hauser im Chat geschrieben, Sarah. Jetzt reiß dich mal zusammen, greif mich nicht noch an. Das würde ich nicht tun. Ich wollte nur helfen mit, mit meiner Flail-Anekdote. Ja, jetzt helfe ich dir nicht mehr. Ihr macht das fantastic. Oh, danke schön. Da ist, der, ist ein, ist ein Waffenshop. Oh, sehr gut. Urbrems. Das klang auch gerade so ein bisschen. So, die Flail kostet, das Flail kostet, 4000. Das haben wir doch. Aber was? Das ist meine Mission. Aber du, aber, für was aber bekommst du jetzt wieder? Vielleicht kriege ich ja was dafür. Was bekommst du jetzt wieder? $750. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Damit ist unsere Geschichte mit dem coolen Hai, mit der Laserkanone. Oh, warte, Time Machine. Oh, jetzt haben wir das du Spiel leider durchgespielt. Im Haus fest. Der Flail ist wohl doch nicht so cool. Ja, aber vielleicht. Good shirt. Ja, vielleicht hilft uns das aus unserer. Kein Hai-Wortwitz, sorry. Vielleicht hilft uns das aus unserer Lage raus. Sarah? Ja. Oh. Ja, Sebastian, ich kann gerade nicht. Ich glaube, der Flail hat alles kaputt gemacht. Der Flail ist der Fail des Tages. Was passiert hier? Kannst du dich mit dem Flail wieder hochschwingen? Nee, ich kann gerade gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben das Spiel. Ich glaube, wir haben das Spiel durchgespielt. Angeleint. Heint. Angeheint. Ja. Danke dafür. GTA. Oh Gott, Vice City. Vice City. Es ist echt schwer, sowas dann auch noch richtig Flail zu deliver. Das ist der Flail des Tages, ja. Ey, ich glaube, leider, das ist leider... Wir müssen uns vom Hai verabschieden, oder? Lohnt sich das noch? Was sagt die Zeit? Ich gucke jetzt... 20 Minuten. Ja, machen wir für 20 Minuten noch was anderes, oder? Ja, wollen wir Snakey Bus spielen? Du wolltest Snakey Bus spielen, also spielen wir Snakey Bus. Snakey Bus. Also gehe ich jetzt einfach... Wir verlassen unser Hai. Rip, man sieht sich im Hailand. Ja, komm, machen wir mal. Vielleicht fällt euch was zur Schlange auch noch ein. Ja, okay. Oh, warte mal. Sebastian, aus. Ey, ich wollte nur verhindern, dass er jetzt irgendwie. Ich schau mal, was bei Snake war eine scharfe so Runde. Abgeht. War eine scharfe oh, Runde. Oh, danke schön. Jetzt Snake-Wortwitze, genau. Es ja, darf, ey, kann Snake, nur Heinen oder Bus, geben. Bus geht auch noch. Ja, wir können jetzt quasi. Gibt's jetzt Bus? Ich finde, wir schweigen uns jetzt einfach 20 Minuten an, bis uns ein Wortwitz eingefallen ist. Warte. Oh, ich fühlte mich in dem Game gerade so heimlich. Ja, ich mich auch, aber irgendwie hat sich das heimisch aufgehängt. Heimisch wäre heimisch besser. Ja, komm, wir probieren nochmal Snakey Bus. Singleplayer oder Multiplayer? Wenn es einen lokalen Game geben ja, würde. Vor allen Dingen müsste es mit Controller und Maus. Mm-mm. Das ist auch nur online. Ja, nee, immer mal. Das alleine. Sieht nicht so gut aus. Busted. Mm. Wir schauen uns den Singleplayer an. Jetzt kommt Mission das im Das dauert jetzt schon Schlange. Okay, ihr kriegt auch das hin. Nicht schlecht, Respekt. Ja, es tut mir leid. Ich bin dabei. Ich arbeite dran. Okay, Singleplayer. Also es kommen auf jeden Fall sehr viele englische Worte. Schlanganfall. Oh ja, ist gut. Ich glaube, ich habe einen Schlanganfall. Ja.
Schlange her. Dass ich okay, wir haben hier jetzt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Einfach Play. Ja, okay, wir können nur die erste spielen. Komm. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Maps, habe ich gerade gesehen. Ihr seid richtige Bussenfreunde. Oh, wir sind im Game. Okay, also das Ziel ist, du fährst da jetzt durch Tore? Nee, nee, das ist Snake. Du sammelst diese, an diesen Haltestellen genau. Menschen ein. Das ist wie bei Snake. Und dann einfach bist du aber ein längerer Bus. Genau. Und du darfst, und dich, du darfst nicht dich selber, nicht selber fressen. Also, dotzen. Snaken. Ich bin gerade, ich fahre diesen Bus. Ich habe sehr viel Verantwortung für sehr viele Menschen gerade. Das machst du auch sehr gut. Du bist ein sehr guter Busfahrer. Da wollte ich nicht lang. Aber ich muss, glaube ich, einfach in diesen Radiator fahren gerade. Wenn ihr verliert, müsst ihr Busse tun. Ja. Stopp, Busse für mich. Find ich. Das ist gut. Eine schlanke Figur. Oh nein, Dinge passieren. Oh, ich will diese Rutsche hoch. Warte, das kriegen wir hin. Oh nein, jetzt habe ich es verkackt, glaube ich. Bus ist full, head to destination. Ah, ich sollte vielleicht aufpassen, was ich tun. Darf ich sonst noch mal? Oder willst du noch eine Runde? Mach noch eine Runde. Das ist ja egal, ist angefangen. Zu schlangsam. Zu schlangsam. Okay, ich will sehen, was passiert. Also, man Radiator. Muss die Menschen auch abgeben, wird uns. Ja, gefallen. Jetzt habe ich's. Ja. Oh nein. Oh. Kannst du da hochfahren? Ich will das ausprobieren, aber das, ich bin das auf so viele einfach. Dinge gerade konzentriert. Achso, und da ist in der Mitte quasi. Ich fahre jetzt abgeben. Da hoch. Egal, was passiert. Ja, finde ich gut. Ha, das hat sogar funktioniert. Okay, und jedes Mal, wenn man es abgibt, kriegt man einen Bus dazu quasi. So verstehe ich es jetzt. Würde ich es gerade mal verstehen. Sein, ja. Ah, guck mal. Diese Rutschen werden nachher natürlich wichtig, weil wenn du dann ein unendlich langer Bus bist, dann musst du den ja auch irgendwo hin tun auf dieser kleinen Map. So. Toilet. Ah, und du musst. Da sind nicht immer überall welche. Ah. Ich muss die jetzt schon wieder abgeben. Oh! Du bist nicht kaputt gegangen? Noch hat's gereicht. Hast du, Bus ist voll. Ja, ja, ich muss zur Destination headen. Wir sollten aufhören. Ich wollte gerade mein Bus ist. Oh Gott. Ich wollte gerade mein schlechtes Englisch verbessern. Ich hab dann Bus ist voll gesagt. Oh Mann. Oh, wir sollten. Ich weiß, dass dieses Denglischen immer so super unangenehm ist zum Zuschauen, aber mein Gehirn gibt gerade nicht mehr her, leider. Bus ist voll. Wo ist denn hier die Destination? Du musst langsam fahren. Ja, aber ich muss jetzt erstmal hier die. Den, Sie sind den Abgabeort finden. Das ist da oben. Ich fahre die ganze Zeit Schlangenlinien. Uiuiui, das ist aber. Da ist es auch nicht. Ei, was passiert hier? Oh, uiuiui. Ui. Dem Pfeil folgen. Ja, ja, schon, gesagt. Aber das ist so ähnlich. Das, Es erinnert mich gerade an. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, genau so. Aber du gehst gar nicht kaputt? Nee, ich weiß auch nicht warum. Ich dachte, sobald man sich selber ich weiß nicht, ob das vorbei. Einfach auch noch... Keep moving. Nee. Ah, okay. Ach, das ist quasi wie Speed. Ja, Speed nur mit ganz vielen Mit ganz Bussen. Vielen Bussen und Snake und... Also es ist wie Speed eigentlich. ja, der Pfeil ist ein bisschen... Der Pfeil ist ein bisschen... unzuverlässig. Also vor allem... Was kann man bestimmt auch? Kann man das... Ja, super, das kann man mit Controller. Okay. Ja, das macht jetzt. Kann man das bremsen? Macht den Kohl jetzt nicht fett. Ah, man kann glaube ich, auch ein bisschen. Imbiss-Budi sagt, man kann vielleicht auch springen. Er glaubt, man kann auch springen. Kannst du springen? Ich dachte gerade, aber irgendwie. Warte mal. Speed meets Snake on a plane. Ah, Toilette. Aufgegeben, sehr gut. Vor welchem Tier hat die Schlange Angst? Hä? Vom Bussard. Not so bad. Ah, sehr gut. Busti und, na, Basti. Es ist schon beschlanglos. Ey, was und sehr schlangenatmig. Ach, Leute. Macht ihr das wegen den Witzen oder weil euch das Spiel nicht gefällt? Das ist wahrscheinlich so wie eben gerade bei den Highlights. Mhm. Die machen es für den Wortwitz. Wir müssen uns vorher überlegen, welche Spiele wir nehmen und abchecken, ob die Wortwitze eher positiv gestimmt sind oder negativ. Stimmt. Ah. Ja. Hast du es raus? Du musst Bus ist voll. The Bus is full. Aber wo muss ich jetzt hin? Die Musik ist im Spiel, ja. Das stimmt. Ah, du kommst hinter dem Klo doch durch, okay?
Schön. Das strengt schon beim Zusehen ungemein mit an. Der chilligen Musik, ich kann nicht oh. Oh Gott. Aber haben wir es nicht schon geschafft? Oh Gott, Basti. Was denn? Die Menschen sterben. Ach, das sind kleine, das sind keine echten Menschen. Das sind Spielfiguren. Ah, okay. Nur damit du, das passiert nicht in echt. Ich weiß, dass das sehr realistisch ist. Ich wollte eigentlich an mir vorbei, aber es hat nicht funktioniert. Die Frage ist, können wir jetzt schon ein anderes Level nehmen? Ich hätte ja schon Lust auf ein anderes Level. Ja, es gibt auch andere Maps. Die müssen wir aber, glaube ich, freischalten. Mit einem 1000 Score. Wir haben aber nur ein 1100er Score. Aber ich kann hier Seattle. Seattle. Oh, aber nicht Seattle. Ach so, sind das verschiedene Busse bei Transit? Ja. Ich glaube schon. Schulbus. Ah. Okay, aber wir können verschiedene Maps können wir schon freischalten. Nicht alle, aber wir können uns noch ein bisschen was anderes angucken, auf jeden Fall. Lass mal raus aus dem Kinderzimmer. Oder was ist, was war das? War es ein Kinderzimmer? Es war ein Zimmer. Es war zumindest ein Zimmer mit einer Toilette. Ja. Gutes Format, schlechtes Spiel. Hm. Ja. Das finden wir gerade live heraus. Ja, deswegen der sind wir Hai ja hier. War auf jeden Fall witziger. Das sehe ich ein. Das stimmt. Und irgendwie ist die Grafik hier auch vollkommen anders. Ja, aber das finde ich erstmal nicht schlecht. Ja. Aber nicht so schön wie beim Hai-Simulator. Irgendwie flimmert hier alles. Ist das die Kanten? Das ist Krissel und so. Oh, Ass ist voll. Aber hinten, okay. Ja, aber immerhin ist die Map übersichtlicher. Man kann sich auch leichter aus dem Weg fahren, sich selbst. Ist auch ein bisschen zu einfach, gefühlt. Ja. Ne. Ist ja schon gleich wieder doch den Shark Simulator. Ja. Das nennt sich Cell Shading, Leute. Ja, danke schön. Ja, aber Cell Shading mit sehr viel Kantenflimmern. Das sieht wirklich eher aus wie so ein Filter, der da einfach nur random drüber gelegt wurde. Ja. Das ist nicht unbedingt super schön. Das Spiel ist noch Schlange nicht so schlecht, wie man sagt. Oh, das bin ja ich! Da bist du, da ist der Bus. Also sage ich, es ist gerade kurz was Spannendes passiert. Und jetzt fahren wir weiter. Oh, da ist der Bus. Ah, ich kann ja immer noch nicht. Oh nein, jetzt habe ich mich eingekesselt, ich Idiot. Was? Die Leute fragen, ob ich schon Temtem gespielt habe und wie ich das finde. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, Temtem zum Spielen. Deswegen kann ich euch da nichts dazu sagen. Aber für die Leute, die gerade vor anderthalb Stunden noch nicht im Chat waren. Wirt und Ilias haben das nämlich schon gespielt. Was mache ich denn jetzt? Könnt ihr euch auf jeden Fall das VOD dazu anschauen. Und ich gucke mal, ob ich es noch, wann ich da reingucken kann. Weil klar interessiert mich das auch. Interessiert dich Temtem? Also, Basti, du als alter Pokémon-Fan. Yeah. Ey, ich habe Pokémon Blau und Rot gespielt. Das ist so das Einzige, woran ich mich hochziehen kann, wenn es um das Thema geht. Ich muss sagen, ich fand hier Ublitz, das sah irgendwie schöner aus. Das ist so vom Ding her ähnlich, aber halt kein MMO. Aber generell ist die Idee eigentlich ganz cool von Temtem. Das ist eher so eine Stilfrage. Also ich mochte das ja, optisch nicht so. Aber ja, ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ist auf jeden Fall gerade der Steam-Hit. Ja. So. Bus ist voll. Bus ist wieder voll. Ist mir echt fast ein bisschen zu chillig. Also, ja, ich bin gerade auch, ich fahre gerade auch runter. Ja. Naja, ist ja jetzt, wir haben noch 10 Minuten. Ist doch gar nicht so schlecht zum Runterkommen. Von unserem Hai. Von unserem Hai. Ich hab, ja, ich hab gehört. Alt F4 zum Springen. Okay. Probiere ich gleich mal aus. Auch so die Musik. Ja, es ist gerade sehr entspannt. Da ist nicht so ein Druck hinter wie bei Ed. Nee. Ich mochte Ed. Aber wir haben ihn leider an den Morgenstern verloren. Ich wollte ihn nicht kaufen. Nein, warum? Müssen wir? Jetzt schiebst du es mir in die Schuhe. Nein, nein, nein. In dem Spiel... Ja, doch schon dir. Ja, das ist schon klar. Was ist. No. Du bist mittlerweile ziemlich lang. Ja, aber das hatte ich gerade auch schon. Jetzt kann ich ja nur noch im Kreis fahren. Das Prinzip ist halt auch irgendwie. Man sieht sich ja nicht. Weißt du, bei Snake hast du ja so eine Vogelperspektive und kannst dadurch
Aber hier ist es so, oh, guck mal, da bin ich. Ich fahre an mir vorbei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich hat der Multiplayer dann noch mal einen anderen Anreiz. Bringen wir es trotzdem zu Ende und spielen das noch 9 Minuten? Oder probieren wollen wir noch in was anderes reingucken? 9 Minuten was anderes. Ja, komm. Ich glaube, die Leute haben ja entschieden. War okay. Also die Bordwitze waren da wieder besser als das Spiel. Was heißt wieder? Shark Simulator war ganz geil. Aber da waren die Bordwitze auch on fleek. Da war einfach alles on fleek. Oh ja. Spielt weiter Heistadt. Ich will einmal kurz in Eat the Rich reingucken. Das finde ich sah schön dumm aus. Mhm. Das ist auch so ein. Das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint. Das ist, sieht aus wie ein Basti-Spiel. Das sieht aus wie ein Spiel, wow, bei dem du sehr viel Spaß haben kannst. Das ist mittlerweile habe ich so einen Blick, hätte das Gefühl, so einen Blick für ganz besondere Perlen zu haben. Ja, ganz besondere Perlen, weiß ich nicht, ob das. Vom Aussehen her, das Spiel vor allen Dingen, ist auch noch nicht jetzt fertig. Bitte umschalten. Das ist eine ein Basti-Spiel. So sieht ein Basti-Spiel aus. Bitte sehr. Regie? Schade, klappt nicht. Okay. Yes. Doch jetzt. Also die Ähnlichkeit ist frappierend. Das muss man schon mal sagen. Enter Shop, grab items, buy items, score savings. Ja, ich finde das gut. Okay, was muss ich Aber tun? Es ist eine Alpha. Das Spiel ist noch nicht fertig. Das Spiel hat auch, glaube ich, nur so 10 Minuten, die bis jetzt spielbar sind. Mal schauen. Also steht zumindest auf der Website. Ich habe einen Apfel gekauft. Mal schauen, was sie damit so anfangen kann. Geil, gleich noch was kaufen. Nicht die gucken. Bananen. Schon. Ist auch geil, dass die nackt einkaufen gehen. Ist auch so ganz typisch ich. Bitte nicht. So, wenn ich so in den Laden gehe, ist 1A genau ich. Am Wochenende, klar, das bin ich. Ist die falsche Haarfarbe, aber ansonsten. Ja. Alles, das Spiel heißt Eat the Rich. Ich weiß nicht, ob es gerade noch sichtbar war. Oh nein, ein Zeitlimit ist vorbei. Oh. Aber well done. Ja, very well done. So freue ich mich auch. Guck auf den Mund. Machen Sie es nochmal. Welcher Mund? Ah, doch, da. Und plötzlich war da ein Mund. Die Ähnlichkeit ist wirklich nicht zu verschweigen. Bewegt Basti seine Beine auch so wobbelig, wenn er einkaufen geht? Ich wollte es gerade vormachen immer. Aber ich finde auch ihn gut hier. Den Herrn an der Kasse. Immerhin hat er seine Krawatte nicht vergessen. Gleicht meine Arbeitsmoral. Oh, vielleicht sollte ich was Teureres greifen, kann das sein? Wo sind meine eine. Oh, ich kann auch einen Einkaufswagen kaufen. Vielleicht kannst du da was reinpacken. Wie? Warum sind die nackt? Ja, das fragen wir uns auch. Ja, die haben halt noch keine Klamotten gekauft. Ah, nicht schlecht. Aber du hattest jetzt auch keine Levelauswahl oder so, ne? Das noch ist nicht. Nur das. Ich hab einen Helm. Weiß oh nein, nicht, ob dir das so viel Zeitlimit. Bringt. Schnell! Ins Ziel. Lauft! Okay, den Helm muss ich nicht bezahlen, oder was? Savings. Immerhin hast du. Ich verstehe das Spielprinzip. Das ist ein Black Friday Simulator. Es geht darum, möglichst viel zu kaufen, damit du möglichst viel Spaß, weil es Black Friday ist, glaube ich. So habe ich es verstanden. Jetzt bin ich auch in einem anderen Laden. Okay, also es geht weiter quasi. Aha. Okay. Ey, das Spiel macht halt die Animation. Ohne die Animation wäre das Spiel einfach nichts. Ich laufe gegen Dinge und laufe wieder zurück. Ich weiß auch noch nicht, wie viel das Spiel wirklich ist mit diesen Animationen. Sieht dumm aus. Das ist das Spiel. Oh, $30, das war gut. Jetzt komm du auch mit deinem Rasenmäher, bitte. Wo hat er deine Hände? Nice. Okay. So, Rasenmäher. Ja, geben möglichst viel aus, um möglichst viel zu sparen. Genau so ist das. Denken manche Menschen, ist das Prinzip von Black Friday. Das stimmt. Yes, yes. Geht sehr gut auf, wie wir alle wissen. Ja, ich habe dieses Jahr nichts am Black Friday gekauft. Ich auch nicht. Nichts. Auch wenn ich so in den Laden gehe, aber ich habe nichts gekauft. Ich bin nackt und mit schlackernden Beinen reingelaufen und bin nackt mit schlackernden Beinen wieder rausgelaufen. Können wir bitte diesen Schnipsel nachher ausschneiden? Ja, ich sollte mehr drüber nachdenken, was ich sage, ja, glaube ich. Wie vorhin mit der sollte Nase. Sollte die Leute nicht dazu animieren, aber nein. Oh, die Moped. Ich kaufe ein Moped. Er hat schon einen Helm, jetzt hat einen Apfel in der Hand. Jetzt kann er kein Moped kaufen.
Du sollst in dem Menü zwischen den Levels dir die Upgrades kaufen. Vielleicht passiert dann was Spannendes. Upgrades? Och, jetzt kauft der wieder Bananen und so. Mach mehr mit dem anderen. Okay, das. Oh. Ich wollte den Motorroller. Vom Snakey Bass in die Traufe, ey. Ey, jetzt haben die schon wieder Äpfel und scheiß Farbeimer. Nee, jetzt sind Erbsen in der Hand. Idioten. Ich vermisse Ed immer noch. Ach so. Ah, ich hab schon wieder nicht. Ich hab zu schnell gedrückt. Lasst mich noch was kaufen. Okay, jetzt hab ich's. Nein, Erbsen und Toilettenpapier. Ich wollte zu dem Motorroller. Also man muss schon mit ein bisschen Taktik vorgehen, habe ich das Gefühl. Ah ja, okay. Warte. Erzähl mir mehr. Bis mein anderer Eumel hier hinterhergekommen ist. So, jetzt. So. Allein schon, wie sie so als Gang. Oh Gott, ach, was ist denn ihm passiert? Aber zum Glück hat er einen Helm auf, sonst wäre er ja... Lauft, Jungs. Schnell. Wohin, Basti? Ja, aber da war der Typ gerade im Weg. Oh, jetzt kommen sie nicht um die Scheißtheke rum. Das wäre so viel Geld gewesen. Langsam. Ich kaufe jetzt ein Dings. Ist nicht so gut. Kann ich? Yes. Yeah. Facebook-Ad. Okay. Weiß überhaupt nicht, was das macht. Achso, doch, da steht sie ja immer hinter. Mob-Size. Mob-Size. Ah, shit. Yes. Kann ich nicht mehr. Nee. Hammer. Oh Gott. Sehr gut. Man kennt immer noch den Anführer hier mit Fahrradhelm. Oh, da ist schon wieder einer gegen irgendwas geditscht. Mattbrötchen wünscht sich, dass wir öfters bei Ready Player 2 sind. Danke, lieber Mattbrötchen. Wir geben unser Bestes. Mehr High-Content. Mal ein paar Spiele selber auszuprobieren. Und auch mal zu zeigen, die man sonst vielleicht nicht so sieht. Yes, ich hab die Tür gefunden. Die man sonst verpasst. Also, ich weiß noch nicht. Manchmal sind Perlen dabei, manchmal auch nicht. Ja, das ist halt optisch hier irgendwie ganz witzig, aber das Spiel ist jetzt eher mittelmäßig. Oha, eine zerstörbare Welt. Die sind weiter als Call of Duty. Ja. Grafisch ungefähr auch das gleiche Niveau. Stimmt. Ist auch ein ähnliches Gameplay. Was macht er eigentlich? Spaß mit dem Fisch. Und Kettensägen, gefährliche Kombination. Schade, aber es ist kein Hai. Würde es einen Hai geben, Lauscher würde ich fragt, ob Ready Player 2 ein Format ist. Ready Player 2 ist der Name für unseren wundervollen Game 2 Let's Play Slot, den wir donnerstags immer um 15.30 Uhr, so wie jetzt gerade, einschieben. Wo Leute, die Zeit und Bock haben, aus unserem Team, mit euch einfach qualitativ hochwertige Spiele spielen. Und einfach nur Game 2 spielt. Das ist es einfach. In jeglicher Ausführung, auf das, was wir gerade Bock haben. Da kann es sein, dass der Matthias sich hinsetzt und Mario Maker Level mit euch durchgeht. Oder dass Basti und ich kommen und das tun, was wir da gerade tun. Mob Size plus 10. Wir haben noch eine Minute, aber das will ich mir jetzt angucken. Oh yeah. Okay, gut. Ist quasi Pikmin mit nackten Menschen. Oh, guck mal, aber jetzt sind da auch schon Security-Männer. Sind die da schon eine Weile und ich hab's noch nicht gesehen? Vorhin war auch einer da. Okay, aber es so erweitert sich. Okay. Oh, okay, ich muss die Wand einrennen. Das klappt hervorragend. Yes. Ja, aber leider... Ist vorbei, wa? Ist es das für heute. Nächste Woche... Durchbruch. Ich weiß noch nicht, wer nächste Woche hier sitzen wird, aber ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen mal wieder. Das ist immer recht spontan, je nachdem. Die aktuelle Game 2-Folge muss ja auch entstehen. Und wie viel und wie doll wir damit beschäftigen. Ich spiele nebenbei. Hör auf zu spielen. Genau. Sag den Leuten tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Für mich persönlich ein Highlight der vergangenen 3 Wochen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Oh. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für eure Wortwitze, danke für euer Engagement im Chat. Macht das auch im VOD. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr schön. Ja. Habt euch wohl, ich wollte wieder ein Hi-Wortwitz hier einfügen. Tschüss, bis dann.